Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe gerade zwei Heatrun-Rates gemacht. Die Rates seht ihr noch im Anschluss. Aber erstmal ein paar Infos. Weihnachtsevent läuft. Und. Oh, Shiny-Check. Weihnachtsevent läuft. Es gibt drei neue Shinies: Botugel, Azugel und Pikachu mit Weihnachtsmütze. Dann gibt es im Shop natürlich auch neue Klamotten. Passend zum Weihnachtsevent. Soll alles gesamt 880 kosten, wenn ich es richtig gesehen habe. Nur sehen tue ich da noch gar nichts. Okay, hier. Da haben wir erstmal den Pulli für 300. Den gönnen wir uns. Ich habe noch ein bisschen Geld über. Hab letztens wieder 110 Euro investiert. Und mir die große Box 10 Mal gekauft, glaube ich. So. Gibt es eine neue Tasche? Nee. Was gibt's denn so? Handschuhe? Okay. Botugel-Handschuhe. Die gönnen wir uns. Und ich glaube ein Item noch. Schuhe? Socken? Hosen? Nee, Hosen nicht. Schuhe? Schuhe. Botugel-Stiefel. Alles klar. Wir sind ausgerüstet. Dann gab es natürlich auch noch neue Pokémon, überraschenderweise 4 neue, beziehungsweise 8, wenn man die Entwicklung mitzählt. Es war ja eigentlich nur Schneebedeck angekündigt und dessen Weiterentwicklung, aber jetzt gibt es 4 neue. Einmal dieses Zahnrad, einmal dieser Skorpion, dann der Frosch und irgend so ein Schmetterling. Die Klassen 7 Kilometer Eier sind auch am Start mit dem Pac-Man, Vorentwicklung von Palim Palim, Mamfaxo, Riolu natürlich, Vorentwicklung von Mantax. Also ich versuche da eine Menge zu brüten. Und einmal am Tag gibt es den freien Inkubator beim ersten Dreh des Tages. Nicht vergessen, schnappt ihn euch. Abgesehen davon wurde auch Heatran angekündigt. Der neue 5er Raid Boss wird bis zum 15. Januar am Start sein. Er ist Feuer, Stahl, dementsprechend die besten Konter. Kampf gegen Stahl, Wasser gegen Feuer, aber auch Boden. Boden ist effektiv gegen Stahl und gegen Feuer, also Boden haut richtig hart rein. Ja, und bester Bodenangreifer, Groudon. Nummer 2, Gihonio. Falls ihr bereits einen Sinnohstein bekommen habt und euer Rizoros entwickelt habt. Ansonsten Rizoros trotzdem noch ein guter Konter, auch wenn ihr den nicht entwickelt. Sumpex kann man auch gut verwenden. Dann natürlich Kyogre oder Machomai. Aber auf jeden Fall Boden. Und 100% ohne Wetterboost in 21,45. Mit Wetterboost. Und Wetterboost gibt es bei Sonne wegen Feuer und bei Schnee wegen Stahl. Und jetzt müsste es eigentlich sehr oft Wetterboost geben, weil es ja Winter, Schnee. 26,81. Da muss ich natürlich noch erwähnen, Heatran ist von den Werten her zwar sehr gut, aber anscheinend kann er nur schlecht attacken, was ihn halt schlechter macht als immer noch Lavados. Ja, ist zwar schade, aber man weiß ja nie, neue Attacken, andere Attacken. Ich werde trotzdem ein paar von denen machen, so wie immer. Versuchen da einen guten zu schnappen, ja, und genug Bonbons, um den zu maxen. Weihnachtsevent klingt saftig, viele neue Pokémon am Start, mit denen man gar nicht gerechnet hat, die nicht angekündigt wurden. Und Botugel und Schnappke, das heißt 7 Pokémon, die ich auf Lucky brauche. Ja, da muss eine Menge gefangen werden. Doppelbonbon läuft. Gönnt euch vor allem jetzt die Heatran Rates mit Doppelbonbon, mit gelber Berge oder silberner, sogar vierfach. Dann gibt es 12 Bonbons, falls ihr euch traut, den mit Berge zu fangen. Ich zeige euch jetzt die 2 Heatran Rates und wir sehen uns bei der Endcard wieder. Nee, tun wir gar nicht. Ich habe die Endcard schon gedreht im Park. Das war's von mir. Ciao. Hier Leute, unser erster Heatran. Bin gespannt. Ich habe schon von Berichten gehört, Duo Rate zu zweit mit 50 Sekunden Restzeit oder so. Ich habe noch kein Team zusammengestellt, aber ja, meine 2 Godon werden reingehauen. So. Schnell nochmal raus. Dann gibt es nämlich den Pass. Ich habe nämlich heute 2. So. Und da wird es mir auch schon ausgewählt. Godon, Godon, Gihonio. Los geht's, ich bin echt gespannt. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, ob ihr schon einen habt.
Ah ja. Der geht echt weg wie Butter. So, hier steht er. Gleich ist er down. Ich frag mich, wie er zu fangen ist. Ob er sich viel bewegt, wie der Ball so ist. Ich habe die IV nicht auswendig jetzt. Also ihr seht den Raid hier, bevor ich das davor drehe. Also der Raid kommt zuerst und dann die ganzen Infos zum Raid und zu den Kontern und den IVs, das drehe ich erst später. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, was gut ist hier. Ja, okay, der hat 21,26, also ist 20,94 endschnell. Der Kreis ist... gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Okay, er hat ihn. Naja. Geht noch kleiner. Das war die falsche Bürger. Aber excellent. So, gönnen wir uns vierfach Bonbons? Heute, wir gönnen uns vierfach Bonbons. Hab mich verklickt, aber es hat sich ausgezahlt. Direkt 12 Bonbons. Ihr schaut ein bisschen nach unten. Das sieht daran, dass ihr auf dem Obelisk seid. X-Ray Arena. Hatte letztens auch hier ein X-Raid. Ja, hier ist noch ein Heat drin. Hab noch mit den netten Leuten hier gechillt und dann haben wir den hier doch noch mitgenommen. Auch wenn der eigentlich zu lang, also es hat eigentlich noch zu lang gedauert, bis er schlüpft, aber egal. X-Raid Arena, ihr wisst, Deoxys ist Angusform, demnächst am Start. Ja, hoffen wir mal, dass hier getriggert wird. Wir sind hier 7 Accounts. Und noch einen zweiten Heatgun für euch. So. Auf jeden Fall mein 2180. Nee, 2080 Heatgun oder irgendwie sowas. Von vorhin war richtig, richtig schlecht. Ist irgendwie sowas mit 2140 irgendwie so. Um den Dreh herum. Wie gesagt, ich mache die Raids hier, bevor ich die Infos raushaue. Ja, die Infos seht ihr dann im Video davor, vor den Raids. Diesmal ist mein Godon gestorben, mein zweites. Ganz knapp aber. So. Schauen wir mal. Oh. Oh. Der könnte gar nicht so schlecht sein. Oh. Ich muss mich konzentrieren hier. 15 Bälle, das ist nice. Das ist nice.
Der könnte echt gar nicht so schlecht sein. Schlechter Wurf. Und ich sag noch, ich muss mich konzentrieren. Aber es reicht. Es reicht. Wie gesagt, ich kenne die Tabelle nicht. Ich habe vorhin nur kurz drauf geschaut. Auf dem Weg hierher. Attack und Defense 15. Das ist potenziell 98. Wenn es echt 21, 41 oder irgendwie sowas ist. 21, 35, 96er. Knapp. Warte, 37, wie viel habe ich? 35 oder 37? 35, 96er ist es. Ja. Nicht schlecht. Ihr wisst, Minimum für mich legendäre 96. Haben wir immerhin das schon. 96er Heat dran. Ah, schade. Knapp an den 98 vorbei. 21,45 ist es, ja. Schade. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr schon einen gemacht? Und wenn ja, wie gut war er? Ich habe einen 96er, ich bin erstmal zufrieden. Aber kann mal wieder ein 100er kommen, legendär. Hatte ich echt schon lange nicht mehr. Mein letzter war Latios. Oder Ho-Oh? Nee, Ho-Oh war mein letzter. Alter, ist auch schon echt eine Ewigkeit her. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.